Sendung. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen auf DOGG, euer Lieblings-Rap-Talk, Rap-News-Format hier auf YouTube. Ihr wisst Bescheid, was Sache ist. Was geht ab? Da saß ich eben gutgläubig bei mir im Garten. Und seit einer Woche probiere ich die ganze Scheiße. Taschentücher sind bereit. Die Bodylotion auch. Freunde, haltet euch mal fest, wie in einer Achterbahn. Es geht jetzt ab. Und zwar gibt es einen wunderschönen USB-Stick. Den könnt ihr gewinnen. Kollege der Boss hat natürlich mal wieder sein Album angekündigt. In der nächsten Woche wird es voraussichtlich released werden. Ja? Alpha Gene 2 wird auf Amazon verkäuflich. Das bedeutet, ihr bekommt es definitiv per Post, wenn ihr es bestellt habt. Ich habe es nicht bestellt, weil ich habe keinen Bock auf Fuffi oder was kostet das Ding, keine Ahnung. Es ist mir auf jeden Fall das Geld im Moment nicht wert. Ich kann streamen auf Spotify. Kostet mich 10 Euro, Brudi. Warum soll ich mir so ein Stück Plastik bestellen, was ich eh nicht brauche? Ja, das verstaubt doch nur zu Hause rum. Bei Streaming kann ich es mir anhören und nein, lass in den Scheiß. Kollege hat in einem Video auf YouTube gepostet, dass er einen Boxinhalt verraten hat. Ja, und zwar gibt es in der Box einen USB-Stick. Ja, meine lieben Freunde, es gibt einen USB-Stick in der Box. Ja, und die einen oder anderen werden sich jetzt fragen, wow, cool, es gibt einen schönen USB-Stick. Nein, es gibt nur einen einzigen USB-Stick. Und zwar in nur einer Box auf dieser Welt, würde ich mal so sagen. Ja, also ihr könnt nur einen USB-Stick gewinnen. Oh shit. Also mir fiel ehrlich gesagt dazu nichts mehr ein, einen USB-Stick in einer Box in ganz Deutschland zu verteilen. Naja, die deutschen Rapper verdienen leider heutzutage nicht mehr so viel wie damals. Deshalb, Freunde. Ja, ich mache mir jetzt ein bisschen unbedingt bei. Also ich fand es ziemlich interessant zu erfahren, was heutzutage so in den Boxen der deutschen Rapper steckt. Ja, also ich habe mich wirklich lange nicht mehr mit diesem Thema Rap beschäftigt. Es tut mir leid, aber was ich da gehört habe, Kollege bla bla bla, er hat ja wirklich den einen oder anderen Shitstorm nacheinander kassiert, der Arme. Der war wirklich in den letzten Jahren wirklich ein sehr schwarzes Schaf in der Rap-Branche, ja, würde ich mal so sagen. Ja, deshalb, ich glaube, das wird sich wohl, glaube ich, nie ändern bei dem armen Colin. Aber naja, wir sind trotzdem noch ein kleiner Fan von ihm. Es ist scheißegal, ob er jetzt Shitstorm so ein Ende hat. Völlig egal, ob er Antisemit ist oder nicht. Er ist trotzdem ein sehr künstlerisch begabter Künstler. Ja? Ja. Das war's mit diesem Video, mein Lieben. Und ich wollte nur den Boxinhalt dieses wunderschönen Albums Alpha Genetik 2 oder Alpha Gene, wie auch immer ihr es nennen wollt, verdeutlichen, dass es einen USB-Stick gibt. Also bestellt euch auf jeden Fall diesen USB-Stick. Kolle, bitte, 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 ich will so einen USB-Stick haben. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch was. Peace and out.